bin mir sicher, Christiane nimmt Drogen. Wie bitte? Sie ist launisch, unzuverlässig, aggressiv und hat extrem an Gewicht verloren. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Christiane ist ein Teenager. Christiane hat sich verändert. Das muss ich auch bestätigen. Ich kenne doch mein Kind. Wie soll ich nur das Geld zusammenkriegen? Soll er so einen Typen geben. Gehört der zum Fahrer. Bei dem reißt, wenn ich einfach nur nackt ausziehst. Mehr musst du nicht machen. Dafür kriegst du Geld. Sternchen. Ich hab dir doch gesagt, was er gemacht hat, Mama. Ruhig. Er hat mir gesagt, es war ein Missverständnis. Vielleicht bist man nicht so empfindlich mit allem. Luise bringt dich morgen in eine Klinik. Es ist das Beste, wenn du jetzt professionelle Hilfe bekommst. Wenn Papa geht, bin ich ganz allein. Wenn er mich umbringt, auch. Scheißfamilie! Sag mal, hast du was für mich? Age! Hast du was? Ich werde dafür sorgen, dass wir genug haben. Sag mal, gehst du auch anschaffen? Nee, das ist das Letzte. Das will ich nicht bringen. Benno? Der gute Benno verdient gerade tausende Stunden. Wir verdienen unser eigenes Age. Hast du Bock? Schluck auf. Sehr geil. Nimmst du auch Drogen? Mach dich auf! Ich will das nicht, aber ich will zu sehen. Ich hab keine Angst mehr. Ich hab keine Angst mehr. Ich hab keine Angst mehr. Wie sollen wir dich denn nennen? Christiane. Christiane F. Herzlich willkommen zur Webtalk Show. Mein Name ist Nico Gutier und heute ist einer der Hauptdarsteller von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo da. Ich freue mich sehr. Bruno Alexander, wie geht's dir und wo bist du? Hallo, ich freue mich auch sehr. Ich bin gerade in Hamburg in meiner Wohnung und mir geht's gut. Das freut mich. Ja, das kann man über deine Figur in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo natürlich über den Laufe der 8 Folgen nicht so oft behaupten. Wer jetzt gar nicht mitbekommen hat, was das überhaupt ist. Worum geht's denn bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo? Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist eine 8-teilige Serie für Amazon Prime. Und die Serie verfolgt 6 Kids dabei, wie sie versuchen, ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen, aber dabei vom Leben so ein paar Steine in den Weg gelegt bekommen und versuchen, das alles so gut wie möglich zu meistern, aber oft dabei scheitern. Ja, und du spielst den Michi. Ich habe ja den Eindruck, dass Michi so ein bisschen der Anführer ist. Habe ich damit recht oder irre ich mich völlig? Man könnte schon sagen, dass Michi so ein bisschen der Platzhirsch ist. Also er, ihm gefällt schnell nicht, dass manche Gruppenmitglieder neu dazukommen und mag nicht direkt alle auf Anhieb. Anführer, ja, also Platzhirsch ist, finde ich, ein ganz gutes Wort dafür. Er ist halt sehr laut und sehr stark, also ich sag, also vom Erscheinungsbild her und sagt seine Meinung, drückt auch gerne mal einen frechen Spruch, ist ihm auch egal, wem gegenüber und Und das ist höflich formuliert. Ich würde sagen, Michi kann auch ein ganz schönes Arschloch sein hier und da. Ne? Auf jeden Fall. Es gibt ja 3 männliche Hauptdarsteller. War von Anfang an klar für dich auch beim Casting, dass du der Michi werden wirst? Also es gab mehrere Castingrunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Auf jeden Fall einige. Und am Anfang war es so ein bisschen offen. Es gab Benno, Axel und Michi. Und man wusste jetzt nicht genau, okay, für wen spreche ich vor. Aber das hat sich dann immer mehr rauskristallisiert und dann ab Runde 2 oder 3 wusste ich, okay, ich spreche für Michi vor. Aber in den ersten Runden hatten auch, glaube ich, alle die gleichen Casting-Texte. Da hatte man einen Text, wo man so ein bisschen beschreiben musste, wie sich Heroin anfühlt. Das war dann letzten Endes Axels Text, aber genau, ich wusste am Anfang nicht genau, für wen ich gecastet werde. Kannst du denn irgendjemand aus dem Cast vorher schon? Habt ihr schon mal irgendwo gedreht oder war das komplett neu zusammengewürfelt? Nee, ich kannte niemanden davon. Ich hatte mit Mickey, also mit Michelangelo, hatte ich einmal ein Casting, aber mehr noch nicht. Also ich kannte die nicht vom Drehen oder so. Es gibt natürlich die Liebe steht im Vordergrund. Und es gibt Lieben, die sind offensichtlich und es gibt Lieben, die sind nicht so offensichtlich. Ich möchte jetzt hier gar nicht so hart spoilern, aber deine Figur liebt jemanden, bei dem scheint es so gefühlt so ein bisschen unmöglicher als normalerweise. War das eine Herausforderung für dich, das so zu spielen oder war das als Schauspieler einfach nice,
Ich weiß, also noch geheimnisvoller konnte ich es jetzt gar nicht formulieren, aber beantworte mal die Frage, mal sehen, ob man dann was rauskriegt. Also, es hat Spaß gemacht. Es ist immer interessant, etwas zu spielen, was man so ein bisschen verstecken muss, was erstmal nicht ganz so offensichtlich sein darf. Es war auf jeden Fall einfach, ja, es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob es eine besonders große Herausforderung war, aber es war auf jeden Fall, ja, es hat Spaß gemacht. Vor allem immer mehr so ein bisschen, also Michi entwickelt sich ja und am Anfang möchte er das, was du gerade vorsichtig versucht hast zu formulieren, er traut sich sozusagen immer mehr aus sich herauszukommen und sich selbst seine Gefühle einzugestehen. Und diese Entwicklung hat einfach echt viel Spaß gemacht und immer mehr aus sich rauszukommen und so, das war toll. Genau, es geht ein bisschen natürlich um die Liebe. Jetzt frage ich mich, habt ihr chronologisch gedreht? Wir haben nicht chronologisch gedreht, nee. Wir hatten insgesamt, glaube ich, 120 Drehtage, also insgesamt fürs komplette Projekt. Und da haben wir nicht chronologisch gedreht. Da haben wir Location für Location abgedreht. Im Sound zum Beispiel, die Diskothek, da war es so, da hatten wir, ich glaube, 1,5 Wochen oder 2 Wochen am Stück gedreht und halt einfach den ganzen Tag getanzt. Und das war, genau, da haben wir halt gar nicht chronologisch gedreht, sondern immer an den Orten, wo wir gerade waren, alle Szenen abgedreht, die es gab und dann ging es zum nächsten Ort. Den einzigen Ort, den wir chronologisch abgedreht haben, das war die Wohnung von Axel und das hat einfach sehr geholfen, das war im Studio, es hat sehr geholfen, weil die Wohnung von Zeit zu Zeit immer dreckiger wird und man wusste dann immer, an welchem Grad der Abgefucktheit, der Ranzigkeit man sich gerade befindet. Das war irgendwie gut und genau, das war der einzige Ort, den wir chronologisch gedreht haben. Okay, das heißt, wenn die Szene durch war, kam die Produktion hat gesagt, so jetzt alle raus, wir müssen das Ding hier kurz komplett einmal zerstören, damit ihr weiterdrehen könnt, ja? So ungefähr war es, ja. Ja, das einzige Mal, es gab dann irgendwann eine Szene, wo wir, also wo die Gang so ein bisschen aufgeräumt hat. Aber sonst war es tatsächlich immer so, okay, nächste Szene, nochmal ein paar Nadeln verteilen und ein paar Kippen auf den Boden werfen und so, ja. Ich frage nur, weil wegen dieser amorösen Sache, die ich jetzt schon angesprochen hatte, wenn das eben nicht chronologisch ist, du bist natürlich konzentriert, du kennst deinen Text, ob dann die Regisseurin oder der Regisseur nochmal zu dir kam und hat gesagt, also Michi ist jetzt gerade so und so weit, der fühlt das und das, oder wusstest du das von alleine? Hast du dir selber Notizen und Gedanken gemacht? Wie läuft sowas? Also man hatte ja die Drehbücher und da kann man natürlich, also ich bereite mich immer am Abend, also natürlich auch Monate vorher vor, aber dann am Abend, bevor ich eine bestimmte Szene spiele, gucke ich mir nochmal an, okay, wo befindet sich Michi gerade, was hat er vorher erlebt, was wird er erleben und deswegen weiß ich dann immer, wo ich gerade bin, aber Philipp Kadelbach, der Regisseur, hat uns auch immer geholfen und gesagt, ja, uns unterstützt, gesagt, in was für einer Gefühlslage man sich gerade befindet und so und das alles nochmal uns dabei geholfen, das einzuordnen. Aber er war auch darauf angewiesen, dass wir wissen, wo wir uns befinden als Charaktere. Weil er musste natürlich das komplette, große, ganze Ding im Kopf haben. Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Aber genau, ich wusste immer ungefähr, wo ich mich befinde. Gefühlsmäßig auf jeden Fall. Und wenn ich mal irgendwas nicht wusste, dann war Philipp immer da. Nice. Und wer jetzt schon ahnt, worüber wir sprechen, schreibt es doch mal in die Kommentare. Dann muss jetzt hier keiner mehr sitzen. Was labern die? Warum können die nicht einfach sagen, worum es geht? Du bist mittlerweile schon so viele Jahre im Schauspielbusiness dabei. Was würdest du denn sagen, war die erste Station in deiner Karriere, bei der dich die Leute richtig wahrgenommen haben? Also meine erste Station, wo ich tatsächlich einfach mitgemacht habe, was mein erstes Ding war, das waren die Pfefferkörner hier in Hamburg. Da habe ich 2 Jahre mitgemacht. Und das war so quasi mein Sprungbrett, würde ich mal sagen. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, auch andere tolle Sachen drehen zu dürfen. Und dann habe ich weitergemacht und habe ziemlich schnell einen Tatort gedreht. Da habe ich dann eine etwas andere Rolle gespielt, als ich zuvor spielen durfte. Also keine Kinderrolle mehr, sondern halt einen Charakter, der auch ein bisschen mehr Tiefe hatte. Und genau, da würde ich sagen, ging es dann los mit tollen Charakteren, die ich spielen durfte. Erkennen dich die Leute heute noch als das Kid aus den Pfefferkörnern? Ich werde ab und zu erkannt, ja. Es überrascht mich auch selbst, weil ich meine, das ist schon ziemlich lange her. Aber ja, doch, ab und zu werde ich noch erkannt. Ich muss sagen, ich habe jetzt Pfefferkörner nicht geguckt, aber als ich dann gegoogelt habe und gesehen habe, wie du damals aussahst, habe ich auch gedacht, doch, du bist mir irgendwann mal vors Auge gesprungen bei irgendeiner Folge beim Durchseppen. Ich muss aber sagen, besonders eindrucksvoll fand ich deine Arbeit mit Charlie Hübner für Feine Sahne Fischfilet. Vielen Dank. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
weil Charlie Hübner einfach ein toller Typ ist. Und das war auch ja so quasi improvisiert. Wir hatten ja jetzt keinen Text, aber alles, was wir da gemacht haben, haben wir einfach ja, sozusagen improvisiert. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war für den Song Warten auf das Meer. Im Video wird erzählt, man weiß gar nicht, Vater und Sohn, einer von beiden ist krank. Das kriegt man recht schnell raus. Und natürlich denkt man, es ist natürlich der Vater, weil warum, das Kind kann nicht krank sein. Aber natürlich, dass genau wahr ist. Und es war für ein Musikvideo aus Deutschland sehr gut produziert. Es sah auch nicht günstig aus. Wie kamst du dazu? Und kanntest du Feine Sahne Fischfilet vorher schon? Ich kannte Feine Sahne Fischfilet grob. Aber ja, ich kannte es erst, als ich davon erfahren habe, habe ich mich dann mehr damit beschäftigt und so. Und wie es dazu kam, ich hatte eine Anfrage bekommen und meine Agentin hat mich dann, hatte ich ein Casting dafür, das ist echt lange her, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall der tolle Regisseur Aaron, mit dem habe ich das dann zusammen gedreht und Charlie Hübner halt. Und das war eigentlich ein relativ unaufwendiges Projekt. Also kein großes Team und so, aber dafür, wie du schon gesagt hast, sieht es echt ziemlich, ziemlich, ziemlich gut aus. Und es ja, war so ein kleines familiäres Ding. Es war genau eher ein kleines Projekt, aber es ist ziemlich groß geworden. Also ich fand es auch ziemlich, ziemlich gut, das Video, als ich es dann gesehen habe. Ja, gönnt euch das auf jeden Fall auf YouTube. Schwer, schwer beeindruckend. Und bei Intimate warst du natürlich auch dabei und da hast du nicht nur gespielt, du hast auch Regie gemacht, stimmt es? Ja, genau. Bei Intimate, das haben wir 2016 angefangen. Also wir sind 5 Leute, 5 Regisseure und 5 Hauptdarsteller und das haben wir einfach gemacht, weil wir Langeweile hatten und während der Schulzeit haben wir auf dem Pausenhof immer gesagt, ja lass mal was drehen, wir fanden Jerks gut und haben dann gesagt, lass mal sowas Ähnliches machen, improvisieren und so ein bisschen die peinlichen Alltagsmomente von Jugendlichen darstellen und so hat sich das dann entwickelt und jetzt haben wir schon insgesamt 15 Folgen gedreht und schreiben gerade an einer neuen Staffel tatsächlich. Krass, wie lange geht sowas? Meinst du eine neue Staffel schreiben oder der Dreh an sich? Nee, ich meine dieses Projekt für dich. Oder ist das zeitlich unbegrenzt? Ziehst du das durch, bis du Rentner bist? Also, ja, gute Frage. Es ist halt eine Jugendserie. Ich weiß nicht, ob es nur geht, wenn man noch jugendlich ist oder jünger. Vielleicht entwickelt sich die Serie auch mit uns als Hauptdarstellern. Vielleicht werden wir mit der Serie älter, ich weiß es nicht. Wir machen es so lange, wie wir Bock drauf haben. Und noch haben wir ziemlich großen Bock drauf. Ja, das hoffe ich. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Alle Folgen gibt es auf YouTube. Wann bist du denn überhaupt zur Schauspielerei gekommen? Und hattest du die Idee oder hat jemand gesagt, der Junge, der Bruno, der kann das? Ich, es war, glaube ich, in der Schule irgendwann mal so, in der 6. Klasse oder so, dass neue Pfefferkörner gesucht wurden. Und ja, das stand dann in der Zeitung oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, habe ich Bock drauf, gehe ich einfach mal hin zum Casting. War aber, also wollte hingehen, war aber dann irgendwie zu spät. Die Frist war vorbei. Und dann haben die aber noch gesagt, okay, ja, schick mal ein E-Casting. Und haben dann gesagt, okay, ja, kannst auch zum Live-Casting kommen. Ja, und so ist es dann gekommen. Also einfach, es war irgendwie, ja, Glück, würde ich mal sagen. Weil ich gesagt habe, ich habe Bock drauf und probiere es. Und dann wurde ich tatsächlich besetzt. Und somit kam ich dann zum Schauspielern. Hast du denn ja das nochmal gelernt oder studiert oder let it flow? Ich habe nicht studiert, also ich habe Schauspielerei nicht studiert. Ja, learning by doing und genau, ja. Was war für dich bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo die größte schauspielerische Herausforderung? Was schauspielerisch immer so ein bisschen herausfordernd war, war die Vorstellung, dass man auf dem Strich steht und auf Freier wartet. Das war einfach so ein bisschen, naja, also offensichtlich neu und man musste sich mit dem Gedanken erstmal so ein bisschen anfreunden und das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Außerdem war eine große Herausforderung, diese Eifersucht zu spielen. Es gibt, ich weiß nicht, das kann man vielleicht schon mal so ein bisschen spoilern, Michi ist verliebt in Benno, seinen besten Freund und da gibt es große Eifersucht, weil Benno diese Liebe nicht unbedingt teilt und dann kommt ein Mensch in sein Leben, Christiane, die Michi am liebsten einfach nur weghaben möchte. Und das sagt er ihr auch ganz deutlich. Und das war auch herausfordernd, weil Jana McKinnon, die Christiane spielt, und ich sind sehr, sehr gute Freunde so im echten Leben. Und da dann halt so ein Hass und so eine Eifersucht zu spielen, das war herausfordernd. Aber hat letzten Endes auch viel Spaß gemacht.
Das glaube ich. Es gab auch krasse Szenen. Da hat Christiane geträumt, dass eben Michi sie umbringen will. Obwohl man weiß gar nicht, ob es geträumt war. Wer weiß das schon so genau bei Christiane F. Es war auf jeden Fall abgefahren. Und welche Szene von allen denen, die du gedreht hast, würdest du auf jeden Fall gerne nicht nochmal drehen wollen? Ich glaube, da gibt es keine Szene, die ich nicht nochmal drehen würde. Die haben alle auf ihre eigene Art und Weise Spaß gemacht und waren herausfordernd und haben mir irgendwas mitgegeben. Alle haben mir irgendwas mitgegeben, diese Szenen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich eine von denen nicht nochmal drehen wollen würde. Was bedeutet dir Wir Kinder vom Bahnhof Zoo? Wir Kinder vom Bahnhof Zoo bedeutet für mich inhaltlich Freiheit, weil die ganzen Kids auf der Suche nach Freiheit sind. Und diese Freiheit bedeutet individuell für jedes dieser Kids was anderes. Und einfach dieser Gedanke, dass jeder nach Freiheit sucht, jeder sucht irgendwo nach Liebe, jeder sucht danach, geliebt zu werden, den Gedanken finde ich einfach, also der ist einfach so präsent in jeder Mann, jeder, also in jedem Leben von jedem von uns. Und ja, das bedeutet Wir Kinder vom Bahnhof Zoo für mich, Freiheit. Und einfach diese, das finde ich einfach, es macht diese Serie aus, diesen Kids dabei zuzugucken, wie sie versuchen, diese Freiheit zu erreichen. Und deswegen macht es so viel Spaß, diese Serie zu gucken. Jetzt weiß man natürlich, wenn Prime Video die macht, dass sie natürlich auch weltweit gesehen wird. Wie ist das für dich? Das ist ein großer Gedanke. Ich weiß nicht. Ich werde sehen, was da alles passieren wird. Und ich lasse es einfach mal kommen. Also ich wusste von Anfang an, wir wussten alle von Anfang an, dass das Ding ziemlich groß wird. Aber ich werde sehen. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich meine, selbst wenn es nur in Deutschland wäre, Christiane F. ist halt so ein Household Name. Jeder kennt die Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, viele wissen gar nicht, dass das ein echter Mensch ist oder war in dem Falle. Das würde ja, glaube ich, auch schon als Druck reichen, um zu denken, okay, krass. Habt ihr diesen Druck so ein bisschen am Set verspürt? Oder war es einfach so, ihr wart die Gang, ihr hattet Spaß und darum ging es? Oder war es schon so ein bisschen so, wow, Christiane F.? Also am Set war es tatsächlich, wie du gesagt hast, wir waren die Gang, wir hatten Spaß, wir haben diese Szenen zusammen gespielt und es war einfach, wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Aber ja, der Druck war immer da, vor allem auch jetzt unabhängig davon, was für eine berühmte Vorlage das war, Christiane F., aber einfach, weil es ein großes, großes Projekt ist und genau deswegen hatte man Respekt davor und ja... der Druck war natürlich auch da. Aber ja, wir waren einfach, wir haben das Ding gemacht und gedreht und hatten Spaß. Also, ja. Als dann der Moment gekommen war, als du rauskam, okay, das kommt und das ist die Besetzung und es klar war, dass du da mitspielen würdest, eine der Hauptrollen. Was ist mit deinem Handy an dem Tag passiert? Also eigentlich größtenteils Glückwünsche und die Leute haben sich gefreut, meine Freunde haben sich für mich gefreut. Eigentlich sollten wir es niemandem sagen, aber ein paar meiner Freunde wussten es natürlich schon. Die es noch nicht wussten, haben mir dann gratuliert und waren alle natürlich happy für mich. Ich stelle mir das so abgefahren vor, weil das kennt man. Und wenn man dann plötzlich dabei ist, überleg mal, weißt du, du hast damals aus einer Intuition heraus bei den Pfefferkörnern bist du an den Start gegangen und jetzt bist du bei so einem Projekt dabei, das glücklicherweise viele Leute erreichen wird und im Idealfall sogar das Leben von vielen Menschen verbessern wird, weil sie dadurch sehen, was Drogen eben anrichten können. Ich finde das Wahnsinn, was du bis hierhin hingelegt hast. Was sind deine Pläne für die nächsten 1, 2, 3 Jahre? Hast du welche? Gute Frage, aber ich möchte auf jeden Fall als Schauspieler weitermachen und bin gespannt, was alles so kommen wird. Und dann möchte ich aber auch weitermachen als Regisseur. Wie du ja gesagt hast, habe ich mit ein paar Freunden Intimate gedreht und da möchten wir auf jeden Fall weitermachen. Und genau, sonst bin ich einfach nur gespannt auf das, was kommt und bin offen für Neues. Und ja. Ihr durftet ja vorher die gesamte Gang, die Folgen einmal alle am Stück im Kino-Vorführraum der Konstantin euch angucken. Wie war denn das für dich, das Ergebnis zu sehen oder für euch alle? Wart ihr happy oder seid ihr so ein bisschen selbstkritisch gewesen? Das war, also erstmal waren wir alle vorher sehr, sehr aufgeregt. Und dann ich glaube, wir haben erstmal 3 Folgen geguckt und dann war kurz Pause. Und als wir diese 3 Folgen geguckt haben, hat Philipp, der Regisseur, oder Sophie, glaube ich, die Produzentin, irgendjemand hat auf jeden Fall gefragt, und was sagt ihr? Oder irgendwie sowas, auf eine Reaktion gewartet. Und wir saßen alle einfach nur da und haben nichts gesagt und waren so, okay, was war das gerade? Waren so ein bisschen unter Schock noch, weil es einfach eine sehr intensive Drehzeit war. Und das dann zu sehen, war schon was ziemlich, ziemlich krasses, großes. Aber wir
ja, haben dann darüber geredet miteinander und waren alle der Meinung, dass wir ziemlich stolz auf uns sein können, was wir da gerockt haben und dass das ein ziemlich geiles Ding geworden ist. Völlig. Und das auch wirklich auch in jedem Department, wenn ich allein an die Make-up-Artists denke, was die da hingelegt haben, wie katastrophal ihr irgendwann auch alle aussieht, logischerweise aufgrund der Geschichte. Und wer auch immer den Soundtrack zusammengestellt hat, ganz großes Kino. Der Soundtrack ist so geil. Wahnsinn. Habt ihr denn eigentlich beim Dreh so ein bisschen auch die 70er, 80er Jahre Musik gehört oder lief gar keine Musik am Set mal zwischendurch oder wie war das? Also David Bowie läuft ja auch so ein bisschen durch diese Serie offensichtlich als Musik. Und ich fand David Bowie vorher schon cool, aber mit der Serie habe ich immer mehr David Bowie gehört. Und ich habe also persönlich privat sehr, sehr viel David Bowie gehört in der Zeit und immer noch. Also durch die Serie quasi bin ich großer David Bowie-Fan geworden. Das habe ich viel gehört in der Zeit. Was ich immer so abgefahren finde, ist, manchmal reicht mir schauspielerisch schon ein Blick und ich bin hellauf begeistert. Und es war bei dir ein Blick, der mich völlig von dir überzeugt hat. Und zwar gibt es eine Stelle, an der Benno und Christiane sich dann küssen. Das ist so ein Umstand, da gibt es eine Polizeikontrolle im Sound in der Disco. Und das passiert eher zufällig aus einer Notwendigkeit heraus. Ihr checkt es bitte aus, ihr werdet dann genau wissen, was ich meine. Und da läuft auch ein fantastischer Song, das Unbound von Delia de France. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und Robert Koch. Der Song heißt Unbound. In dem Moment, wenn die sich küssen und dann sieht man dich. Und man denkt erst, man sieht dann noch Axel. Aber bei Axel liebt ja Christiane und deine Figur will ja eigentlich Benno für sich haben. Und Axels Blick hat mich gar nicht so bewegt. Aber dein Blick in dem Moment, diese absolute Fassungslosigkeit, Enttäuschung, dass man weiß, oh fuck, da ist jetzt fast kaum noch eine Chance. Jetzt weiß ich natürlich, ich als Zuschauer nehme diesen Blick einmal auf. Ich nehme an, ihr habt ihn sehr oft aufgenommen vor Ort. Wie oft nimmt man so einen einzelnen Blick auf? Ich weiß nicht mehr genau, wie oft wir diesen Blick aufgenommen haben, aber es war oft. Ich finde es aber bei einer Szene, also erstmal vielen Dank, aber bei einer Szene drückt Michi Christiane so hoch an die Wand. Ja, ihr werdet sehen, da werde ich jetzt auch nicht so viel spoilern, aber das haben wir auch sehr, sehr oft aufgenommen und das war einfach irgendwann auch anstrengend. Wir haben das mit so einem Rig gemacht und sie wurde dann hochgezogen, ich habe sie so an die Wand gedrückt und am Ende in der Serie wurde dann aber tatsächlich eine Szene genommen, die aus der Probe noch quasi entstanden ist, da haben sie die Kamera einfach mitlaufen lassen und ich habe sie aber ohne Rig so hochgehoben. Und sowas passiert dann auch manchmal. Man dreht und dreht und dreht und dann wird irgendwas aus der Probe genommen beim ersten Mal. Und man denkt sich so, okay. Aber ja, viele Szenen werden natürlich sehr, sehr oft gedreht, klar. Krass, weil ich stelle es mir dann ja nicht schwierig vor, aber haben die sich dann jedes Mal geküsst, die beiden SchauspielerInnen, damit du diesen Blick machst? Oder bist du dafür natürlich Profi genug, um zu sagen, okay, braucht ihr jetzt nicht das 50. Mal küssen, ich kann es mir vorstellen. Nee, ich glaube, sie haben sich nicht immer geküsst. Aber standen dann nah beieinander, haben sich umarmt oder so. Sowas ist dann natürlich schon immer hilfreich, um das halt zu spielen. Und was glaubst du in 10 Jahren? Was wird der Moment sein bei Christiane F., bei dem du sagst, das wird mir, glaube ich, für immer in Erinnerung bleiben? Was immer geil war, war halt einfach nach den Dreharbeiten zusammen mit der Gang zu sitzen und oft bei Jana einfach zu kochen oder Filme zu gucken. Und wir waren auch ein, zwei Mal in Prag zusammen feiern. Und diese Momente halt einfach, dass man sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt hat und einfach gute Freunde gefunden hat, neue Leute kennengelernt hat. Das ist einfach etwas, was, denke ich, jetzt ja, mich für immer begleiten wird, sage ich mal. Das hat man sehr selten, dass man bei dem Dreh Leute kennenlernt, die man dann einfach danach auch noch, mit denen man danach noch Kontakt hat. Und das ist hier einfach der Fall und das ist ziemlich cool. Aber ein spezieller Moment weiß ich gerade gar nicht. Es sind so diese vielen kleinen Momente, die wir zusammen verbracht haben, in denen wir Spaß hatten. Du hast natürlich einen großen Nachteil. Du wirst wir Kinder vom Bahnhof Zoo nie so entspannt gucken können wie wir. Alle, weil du warst ja da. Vielleicht nach dem 100. Mal. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gibt's bei Prime Video. Alle Folgen. Eine der Hauptrollen hat Bruno Alexander als Michi. Bruno, vielen lieben Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Danke, das kann ich nur zurückgeben. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt ist ein wundervoller Ort, aber es gibt viel zu tun, um das noch besser zu gestalten. Also packen wir es an. Bis zum nächsten Mal. Ich bin sehr schlecht in sowas. Deswegen einfach, ich grüße meine Mom und ich grüße meine Freunde. Fahrt mehr Fahrrad, fahrt weniger Auto, fliegt weniger. Wir haben
Nur eine Erde und ciao.